So, ihr lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Randall's Monday. So, wir sind hier bei Mel's und da sollen wir gucken, ob wir den Ring loswerden. Wollen wir den Ring wirklich loswerden? Wollen wir mal schauen, was wir so machen können. Loswerden? Nein. Nein, wir müssen den wiederholen. Ja. Geht so. Nicht, der Kühlschrank. Okay, komm, lass es direkt mal mit den Sappeln. Ja. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Ja. Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Denkst du? Na, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, weißt du? Sicher. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Oh, guck mal. Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein. Was kostet eine Dose Mercury Cola? 5 Riesen. Fünf Riesen? Sekunde mal. Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es. Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun auch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 37%? Wow. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Durst wie dieser. Ich habe mal damals 98 eine probiert und alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Ja, wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die ja, die beste definitiv. Aller Zeiten umgeben. Oh, habe ich mein interessiert Gesicht gemacht? Hat er da auch ein Ding, so Kuhfuß? Muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Krass. Ach, egal. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und der war voll mit dem Zeug. Ich habe mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Ist das? Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Muss wohl an der Kuda liegen, wa? Aber ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Hm. Ich habe Jim seitdem nicht gesehen. Aber genug davon. Bist du interessiert oder nicht? Ja, ja, absolut. Ja. Morgen werde ich mir vielleicht einen mercurisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Warte mal, ich brauche diesen Ring, dringend. Bitte, ich brauche diesen Ring, dringend. Und das kümmert mich nochmal, weil? Weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? So können was wir arbeiten, wa? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten. Vielleicht oder so. Der Bänder. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Hm? Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Aber den hatte ich nicht von dir, von den wir von so einem Kerl, der in Wirklichkeit 2 Zwerge in einem Kostüm war. Und, ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring. Ist er noch da? Nein. Warum? Scheiße. Hab ihn heute Morgen verkauft. An wen? Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Okay, genau, kannst du mir wissen, ich gebe dir alles Geld, was ich habe, wenn du willkommen mich an den Ring an, kommst du mal. Es geht um Leben und Tod. Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Das macht er bestimmt auch nicht, genau. Dieses Unternehmen hat eine strikte Diskretionspolitik. Hört. Unternehmen? Hier sieht's aus wie in einer alten Garage und deine Lizenz ist 1968 abgelaufen. Abgelaufen? Ich wette, da warst du noch nicht mal geboren. Hey, wie wär's, wenn ich mal zu dir nach Haus komme und dir erzähle, was für ein Schweinestall du wohnst? Gut, da hat er recht. Und ich hätte sicher recht damit. Das stimmt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zeig etwas mehr Respekt. Ich hier kann die diese Art Information hier nicht weitergeben. Ja. NDS. Diskretion. Besser. Ziemlich cool alles. Tja, das war's dann für mich. Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Kein Interesse. Was? Du weißt doch gar nicht, wie viel das ist. Scheiß ich viel weiß Geld. Aber, irgendwie habe ich gerade ein seltsames Déjà-vu. Ist das so? Hä? Jetzt erfindest du auch noch Worte, um mich zu verwirren? Hör zu, ich weiß nicht, ob das ein Traum oder sowas war. Aber ich weiß, dass du nichts hattest außer Schrott. Also nein, danke. Woher wusste er das? Dann verkaufe ich meinen Sportalmanach aus der Zukunft eben woanders. Wie komme ich an den Ring ran? Wie komme ich an den Ring ran? Gar nicht. Wie willst du ihn kaufen, wenn er nicht mehr hier ist? So machst du also Geschäfte. Gestern warst du noch so versessen auf den Ring und heute verkaufst du das Ding dem Ersten, der hier reingelatscht kommt.
Ich bin enttäuscht. Ich sag das jetzt noch genau einmal. Gestern war geschlossen, okay? Wegen Waldsonntag. Also genug davon. Außerdem finde ich es seltsam, wenn du dich darüber beschwerst, dass ich den Ring verkauft habe. Das ist mein Job. Und sagtest du nicht auch, dass du besagten Ring überhaupt erst an mich vertickt hast? Vom Ding her? Tja, dann lass es doch mal gut sein. Oh, komm schon, es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ich haut er uns vom Maul oder haut das mit dem Schwertchen von dem Kopf ab. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Das stimmt, hat er recht. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay, such dir ein Tier aus und ich überleg mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotischer Tiere. Na schön. Hör zu, Kleiner. Ich habe hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat, aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ist das so? Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen, Nerds, die versuchen, ihre Comicsammlungen zu retten, sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Waffen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay, ich lass mir was einfallen. Ja, dann mal los. Hey, warte mal, nicht so weit. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich muss an die Kasse ran. An die Kasse? Ja, das ist natürlich. Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Typ hat eine negative Ausstrahlung. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Hey, bleib schon gut, entspann dich. Hey, die wollen wir haben. Hey, können wir dann was machen? Bleib weg von meinen Babys. Schon gut, entspann dich. Halt's Mund da, ich mach das fertig. Also, lass mal was mit dem Feuer. Kann man was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Als ob Mercury Cola Mels Schwäche ist. Aber wenn ich einfach seine Pyramide verwüste, springt er über den Tresen und reißt mir den Kopf ab. Ach, schade. Trotz all dem wäre das eine coole Idee gewesen. Das Problem damit in den Griff, ich wüsste aber auch gerade nicht, wie wir es sonst machen können. Dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Scheint, als ob Mercury Cola Mels Schwäche ist. Aber wenn ich einfach seine Pyramide verwüste, springt er über den Tresen. Haben wir da noch eine andere Option? Warte mal eben. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Geld. Wie ein Babypopo. Wie könnten wir ihn davon ablenken, wie wir in die Kasse rumkommen also, könnten. Passt oder passt nicht? Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Lass mal kurz gucken, was ist. Alles, ne? Warte mal. Warten wir, bis das Ding rausgeschossen kommt, nehmen wir das Ding ab davon. Damit in den Griff kriegen. Ich komm, garantiere, 1, 2, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden bist. Soll ich da meine Finger reinstecken? Da. Nimm es! Nimm dann hältst du den Kopf weg! Mir ist so viel. Mann, bist du doof, Randel? Wie ein Babypopo. Geht nicht, die gehört zur Uhr. Ja. Ja, cool. Ich glaube, das ist. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? So, komm, Uhr, mach was. Wup. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere. Nimm den Zettel noch in die Hand, Mann! Oh, deine hässliche Haare! Du bist zufrieden sein wirst. Die kleine Kanone schreit förmlich nach Munition. Ja, was haben wir? Ich weiß, es ist so weich, wie du sagst. Okay, was haben wir? Das läuft nicht mit Batterien. Ja, entschuldige bitte, war ja nur eine coole Idee irgendwie einfach. Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Lass mir den kleinen Pinökel hier. Bist du sicher, dass wir das Problem damit hat ihn gefressen? Kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Hallo? Ach komm schon, dieses fettige Papier. Wieso? Das wird nicht klappen. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Ob wir rausgehen müssen, aber ich hätte keine Idee, was wir sonst machen. Lass mal luschen nach Tipps eben kurz. Wo konnte man nochmal nach Tipps luschen? Da. Lebe dein Leben. Kennst du den Typ mit? Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Ja, was glaubst du, mit wem du hier redest? Du willst mir einen Hinweis. Jedes Mal, wenn du einen Hinweis freischaltest, stirbt ein Kätzchen.
Ja, das ist natürlich. Was für Kätzchen? Ja, mach mir nur eine Mail. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Das aber zu nah. Du musst ihn nur wiederholen. Oh. Verdammt nochmal. Wenn du weißt, dass die Information ist. Was? Oh, dieses Gelaber geht mir gerade auf den Sack. Lass mal ganz kurz 10 cm rausgehen hier. Ich komme hier nicht raus, ist nichts. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Der zweite Montag. Ach so, hier sind wir. Oh, wieso stehen ja alle Montage drin? Guck mal. Ja, das ist natürlich gemacht. Also jetzt die Sache, hol den Ring zu. Jetzt weißt du, wer den Ring hat, niemand anders als... Sicher, dass wir das okay, cool, warte mal. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Was ist das, die Information, dass... Warte. Ein Buch unter den Tresen ist, aber er weiß, dass er einen Tritt in den Arsch bekommt, wenn er diesen erwischt. Tja, das Beste geht an den anderen Ort erkunden. Manchmal ist es gut, ein paar Plätze nochmal zu besuchen. Okay, dann lass uns das nochmal machen. Dann lass uns doch mal versuchen, diesen Tipp zu nötigen. Welchen? Warte mal, welche könnte jetzt noch interessant für uns sein? Welcher Ort? Die Kanalisation. Nein. Okay. Was ist mit dem Dumbatz da vorne? Das ist Kakao. Dankeschön. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Was ist mit unserem Chef? Super Idee. Der gute alte Phil wird mir helfen. Technisch gesehen hat er mich noch nicht gefeuert. Ah, genau. Lass mal rein. Hey, wen haben wir denn da? Ich hätte nicht gedacht, dass du die Eier hättest, nach der Nummer von gestern hier nochmal aufzutauchen. Gestern? Na komm, ich bin neugierig. Dachtest du wirklich, es sei eine gute Idee, völlig besoffen an einem Sonntag zur Arbeit zu kommen? Ja. Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ach, halt die Klappe. Ich habe die Kameraaufzeichnungen gesehen. Okay. Ich kann Zeig mir, nicht glauben, was hat er für ein Päckchen da? Dass du einen Esel in mein Büro geschleppt hast. Eine Esel? Ich habe Dinge gesehen, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Was zur Hölle hat diese Frau mit dem armen Tier gemacht? Okay, Alter, ihr Name ist Candy und sie ist ein Profi. Ist das reicht nix. Ich sorge dafür, dass das nie wieder passiert. Du bist gefeuert. Sind wir doch sie gefeuert können jetzt. Mich nicht feuern. Lassen Sie es mich wenigstens erklären. Und ob ich das kann. Du hast mich betrogen, respektierst mich nicht. Und was noch schlimmer ist, du hast mir meinen Glauben an die Menschheit genommen. Dieser Esel hat die Welt ausgetreten und eine Scheibe zerbrochen. Das stimmt ja nicht. Gott sei Dank ist er nicht an einer Überdosis oder sowas gestorben. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, die Scheiße von dem Vieh wegzumachen. Oh, und von meinem Seg will ich gar nicht erst reden. Sperrangel weit offen. War das so? Und mein wertvoller Super-Zuckerschnecken-Katalog ist völlig ruiniert. Und riecht nach Thunfisch. Der hat vielleicht auch Sorgen. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Hast du eine Ahnung, wie teuer der war? Ich, also... Na los, dann erklär mal! Sollte ich nicht irgendwas zur Koala-Convention liefern? Halleluja, preise den Herrn! Sieht ganz so aus, als wenn die kleine Laus arbeiten will! Ja, gerne. Tja, tut mir leid. Zu spät! Du bist gefeuert! Aber ich... Raus hier! Okay. Auch in dieser Parallelwelt haben wir unseren Job verloren. Nö. Das kann ich nicht einfach so... Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Es tut mir leid, Wilson. Okay, warte mal. Das nehme ich auch nicht mit. Das gehört Phil. Wenn ich das anfasse, schlägt er mich grün und... Das würde er ja so oder so tun jetzt. Das ist ja nicht mehr so schlimm. Wasserspender? Kein Durst. Haben wir irgendwas mit der Möglichkeit, mit dem Wasserspender anzustellen? So dieses fettige Papier damit unfettig zu machen. Sag mal. Hey, da mach ich doch alles dreckig. Die Feder hätte ich ja wunderbar eigentlich nehmen können. Um in, als Munition für die Kanone zu nehmen. Ah, hier, guck mal.
wofür wir das brauchen mögen, ne? Ja. Okay, jetzt haben wir schon mal Wasser. Geil. Und dann? Ja. Schön. Ja. Genau. Gut, wir wollen rausgehen, Randall. Wow. Wofür brauche ich das Wasser? Scheiße, dass ich... Die Party im Büro muss ganz schön wild geworden sein. Das wird auch eine Party feiern. Ich muss unbedingt diese Videos in die Finger kriegen. Okay. Schmeißt du uns sowas hinterher wie beim letzten Mal? Eher nicht. Okay. Wo geht's ums Eck? Bahnsteige, okay. Mehr auch nicht. Dann gehen wir mal... Fahren wir nach Hause? Um mal mit dem Macker zu quatschen oder so? Ich höre zu, wenn Zuschauer mir schreiben. So, da haben wir was Pappel da drin. Das fällt auf. Ja, dich selbst. Nichts von Interesse. Doch, das da. Das ist sehr interessant. Nimm es jetzt in die Hand, Mann! Nichts von Interesse. Okay, andermal. Was ist hier mit? Videothek. Geschlossen. Ich gehe gleich mal zu den Typen hin, der uns psch macht. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Okay, das ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Nur... Haben wir Schraubenschlüssel? Warum geht es da rein? Geht es nur da rein? Ich will da nicht zurück. Könnten wir? Nein, ich glaube nicht, dass wir das in der U-Bahn irgendwie... Moment! Dieses Totenkopf, der Abfall, das wollte ich glaube ich beim letzten Mal schon haben, ne? Komm, trotzdem, das machen wir nochmal. Wir gehen nochmal runter. Da. Mülleimer. Nichts von Interesse. Moment, haben wir da. Metrocard. Gut, mehr haben wir nicht. Ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwie. Ja, Geld. Also, Chipkartenformationen. Hier sind Videobänder im Müll. Also, wie können wir das notieren? Also, das heißt, wir müssen Möll irgendwie ablenken. Heißt er Möll? Mel. Und, gucken, dass wir dann an die Kasse rankommen, um unser Notizbuch ranzukommen. Soweit, so gut. Lass mal mit dem Penner hier reden. Na, Penner? Wegen dieser Sache, über die wir geredet haben. Okay, du erzählst mir jetzt erstmal über den Fluch, was man liegen soll. Weißt du was über Kater, die heftig sind, den Raum- und Zeitkontinuum verändert? Genau. Weißt du was über Kater, die so heftig sind, dass sie das Raum-Zeit-Kontinuum verändern können? Naja, hast du schon mal was von reannuellem Wein gehört? Nee. Damit wirst du schon Stunden bevor du ihn getrunken hast, besoffen. Boah, geil. Echt starkes Zeug. Du könntest den übelsten Kater aller Zeiten haben, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Das hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Nein, hab ich nicht. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, klar. Wir alle wissen, dass Mr. Pratchetts Arbeit ganz und gar auf wahren Begebenheiten basiert. Leg dich nicht mit mir an. Es geht hier um Wein. Immerhin, der gute Fusel, ne? Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich Hat los? Das Gespräch schon wir mal geführt, alle ne? haben damit zu kämpfen, uns selbst zu finden. Unser Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Einen Fuß in der Vergangenheit, während der andere in eine ungewisse Zukunft. Hat er das schon mal gesagt? Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf deine lahmen Fernsehweisheiten. Warum kannst du nicht einfach mal was Zusammenhängendes sagen? Ich meine, klar, du bist ein Penner und so. Du musst manchmal einfach rumpöbeln, aber ich wette, du weißt mehr, als es scheint. Ich weiß eine Menge Dinge. Jedes Gestern ist wie eine Perlenkette. Ununterbrochen, unveränderbar. Aber wenn wir unsere Vergangenheit ändern könnten, könnte das auch verändern, wer wir sind. Was du mal machen könntest, wäre, ich weiß nicht, vielleicht mal den Kanal wechseln? All diese Sci-Fi-Sendungen machen dein Gehirn matschig. Also, noch mehr als sonst. Oh, das sagt mir der Typ, der nicht mal die gefährlichen Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge bemerkt, die um ihn herum passieren.
Ich sag dir was, Kumpel, dein Fluch interessiert mich nicht. Oh, schade. Aber pass auf, was du da draußen anfasst, okay? Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Das hat allerdings... Siehst du? Jetzt redest du schon wieder über Flüche und das Raumzeitkontinuum. Vielleicht brauchst du einfach mehr Ballaststoffe. Die Aussicht auf Erneuerung hat uns schon immer fasziniert. Das Verlangen nach Wiederauferstehung ist tief in unserem Bewusstsein verwurzelt. Eine Wiedergeburt von Körper und Seele. Eine zweite Chance. Fertig mit der billigen Philosophiestunde. Okay. Warum bist du der Einzige, der weiß, was mit mir los ist? Genau, weil ich das auch schon hinter mir hab, Junge. Das ist bestimmt wir. Zu alles, die Augen, was du anfasst, wird gezeichnet. Verflucht. Die Nase. Genau wie du. Passt alles nicht zusammen. Dazu, in einer Schleife gefangen zu sein, ohne sich zu verändern. In dieser Welt und in jeder anderen. Hier und jetzt. Alles, was du berührst, schreibt die Vergangenheit neu, damit die Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht auseinandergerissen wird. Eine Gegenwart, die anders ist, aber doch immer gleich bleibt. Mann, ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Die Zeit wird ich habe irgendwann angefangen zu träumen. Freund. Wenn du noch mehr Hinweise brauchst, geh einfach dorthin zurück, wo alles begann. Clint? Oh. Das weißt nur du allein. Okay, ich schau vorbei, sobald ich kann. Okay. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. So, was ist das da? Was ist das? Und nochmal, verdammte Kacke, was ist das? Und das und das und dann und dann und dann und dann. Aber trotz all dem müssen wir doch irgendwie... Oh ja, die Randall, vielleicht bewegst du... Ja. Ja. Ich glaub... Ja. Ich kann ja irgendwie gerade nicht weggehen. Jetzt kann ich weggehen. Wir müssen doch so oder so irgendwie an das Buch rankommen. Wo alles begann. Ja, der Tipp ist gut. Wo hat denn alles angefangen? Kann ich hier über links gehen? Jo, da links kann ich laufen. Ach, und dann bin ich in U-Bahn. Und da finde ich die Sauferei. Cool. Wieder ein Stückchen weitergekommen in diesem Puzzle. Geskiptet. Mhm. Okay, so. Ja, Kinderchen. Also, wir gehen jetzt mal vor die Bar. Warte mal, die Gasse hier. Okay, die Tür ist tatsächlich noch offen. Und das dann? In die Was? Entschuldigung, ich hab... Ja. Und dann? In die Jackentasche stecken? Die Pfütze, klar. Flaschen. Oh, die Bananenschale. Fass ich nicht an. Ach, das ist aber schade. Ich soll das Poster nehmen? Ein Koala-Poster? Ja, ist doch hübsch. Vergiss es. Warum? Würdest du mir sagen, du hast was gegen Koala-Bärchen? So, lass mal durch die Vordertür gehen. Ich gehe mal von aus, da können wir nicht durch. Und, weil das ja zivilisierter wäre, ne? Durch die Vordertür zu gehen, anstatt durch die Hintertür. Wofür macht er das? Und nu? Wie komme ich hier wieder raus? Der ist echt in die Kiste gehüpft. Hey, Randall, komm da wieder raus, bitte. Warum? Der ist da auch hinein reingehüpft. Kommt auch da wieder raus? Komm raus, komm raus, komm raus. Hä? Nein. Ich will's doch nicht. Nein, ich, warum macht er das? Ja. Kommt der da wieder raus? Randall. Yeah. Warum? Ja, er kommt ja nicht mehr wieder raus, Randall. Oh, hab ich mich ein bisschen erschrocken jetzt. Er kam doch wieder raus. Was für ein Witzbold, oder? Ne? Okay, hier haben wir ein Rohr. Hi. Oh, echt? Was war das denn? Guck mal hier. Ich persönlich wäre durch den Hintereingang gegangen. Gut, ihr Kinderchen, jetzt sind wir wieder hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.